Wenn man sowas wie First Past the Post hat, dann kann ein Thema, ein schlechterer Vortrag kann einem besseren Vorschlag das Wasser abgraben sozusagen. Hm. Wenn man ein Ranking hat, dann ist das nicht so. Also es gibt verschiedene Antworten darauf. Es gibt verschiedene Werkzeuge. Das Liquid Feedback zum Beispiel setzt auf eine Ranking-Methode an im Kern davon. Aber wir in dem Vorschlag gehen eigentlich mehr auf eine Entweder-Oder-Wahl hinaus. Und die haben verschiedene Vor- und Nachteile, insbesondere um den Diskurs wirklich ins Zentrum zu setzen. Dazu kann Daniel vielleicht auch nachher in der Diskussion persönlich noch ein bisschen mehr sagen, weil das schwierig ist, in drei Worten zusammenzufassen. Aber ich denke, es sprechen gute Gründe für beide Lösungen und es gibt kein eindeutig besseres, leider. Nächste Frage? Ja, hi. Ich wollte nur, also grundsätzlich finde ich die Sache sehr interessant, was passiert, aber ich denke, also wie ich es gesagt habe, ich bin jetzt gerade irgendwie verwirrt. Zuerst heißt es ist eher für kleinere Organisationen, sagen wir mal die Piratenpartei, und andererseits bringt dann wieder bedingungsloses Grundeinkommen, was dann doch nicht so ganz das kleine Thema ist. Also ich sehe es auch ehrlich gesagt nicht in großem Maße, auch in Zukunft nicht. Ich meine, wir haben in Deutschland Leute, die sind vom Wahlsystem bei der Bundestagswahl überfordert mit zwei Stimmen, was jetzt das genau bedeutet. Und dann kommt ihr und wollt denen was von Wiki und Diffs. Das ist irgendwie so auf großer Ebene, sehe ich das leider nicht passieren. Genau. Willst du? Genau. Ich habe das eingangs ganz kurz erwähnt. Man wird sehen, was kommt. Was uns Hoffnung macht, ist das, was ich meine, dass es gibt, man kennt viele Menschen, die wollen das machen und die sind bereit, was zu tun. Ich glaube auch nicht, dass wir heute eine Situation haben, wo auf einen Schlag 100% der Bevölkerung partizipieren würde. Aber es gibt viele, die möchten das heute und sowas kann sich auch langsam entwickeln und man lernt immer mehr dazu, man lernt von seinem Nachbarn, man sieht. Und es ist natürlich auch eine Herausforderung, solche Systeme so zu bauen, dass sie halt leicht verständlich sind, auf jeden Fall. Ja. Nächste Frage. Ich glaube, die Zeit ist jetzt um. Oder? Haben wir noch Zeit? Ja, die Zeit ist um. Ich möchte gerne alle, die noch keine Frage haben und die noch nicht losgeworden sind, bitten, dass wir nach vorne kommen. Die anderen Vereinsmitglieder und Leute, die an Tools schrauben, werden auch da sein, dass wir auf jeden Fall die Diskussion weiterführen. In dem Zusammenhang, es hat jemand im Workshop-Raum eine Fragerunde zu Liquid Democracy angemeldet. Also in dem Sinne, bitte in den Workshop-Raum und A04. Jetzt gleich. Und bitte nicht die Vortragenden vorne aufhalten, weil der nächste Vortrag gleich beginnt. Aber trotzdem vielen Dank für den Vortrag. Vielen Dank. Applaus